Wie am Montag, den 14.11.2016, es ist 14.15 Uhr und mein YouTube-Kanal BanaTV hat 256 Abonnenten und 35.400 noch was Klicks, liebe Leute. Vor einigen Tagen, ja, habe ich dazu aufgerufen, unserem Königreich hier, ja, dem BanaTV-Kanal, ja, und der BanaTV-Community, ja, also quasi unserem Königreich, liebe Leute, mein Volk, ja, einen Namen zu geben, ja. Denn man sagt ja auch, in einem gesunden Geist, ja, in einem gesunden Körper wohnt nur ein gesunder Geist, ein gesunder Geist wohnt nur in einem gesunden Körper, ja. Und jetzt mal die Cola Light und die Shisha beiseite, ja, ich sehe alles gesund, ja. Und so brauchen wir das, ja. Ich habe ja auch jetzt eine gesunde BanaTV Army, ja. Ich habe eine Army, ja. Aber eine Army, ja, die braucht ein Reich, ein Königreich, ja. Eine Identifikation, eine Motivation, einen Grund zum Kämpfen, ja. Und den haben wir nur, ja, wenn wir wissen, für was wir kämpfen. Für welches Königreich, ja. Wir können das ja nicht auf Dauer BanaTV Community nennen, ja. Das ist langweilig. Das braucht kein Mensch, ja. Wir brauchen einen Grund zum Kämpfen, ja. Und ich habe ein Video gemacht bis jetzt, ich lädt irgendwo hier oben das einblenden, könnt ihr euch nochmal angucken, ja. Und es kamen auch schon einige Vorschläge, ja, wie wir unser Königreich hier nennen sollen, aber mir kamen da noch einige zu wenig, ja, liebe Leute. Deswegen guckt euch das jetzt an und schickt mir neue Vorschläge, weitere Vorschläge, ja. Und es gibt auch was zu gewinnen. Es gibt, der Gewinner kriegt, ja, 10 Punkte in der BanaTV Kommentarmeisterschaft, ja. Direkt so kriegt er 10 Punkte, plus er kriegt ein McDonald's-Menü ausgegeben von mir für den Namen, den wir nehmen, ja. Der Gewinner, der ihn postet, der ihn gebracht hat, der wird gewinnen, wenn wir den Namen nehmen, ja. Und ich lese euch jetzt schon mal ein paar Vorschläge vor, die wir bekommen haben, damit ihr eine Richtung habt, was die anderen so gemacht haben, ja. Die schon Namen abgegeben haben, können gerne nochmal machen, ja. Gerne, gar kein Problem, ja. Das werde ich ja noch ein paar Tage so laufen lassen und dann werde ich alle Namen, die genannt wurden, in einer Sendung nennen. Und dann dürft ihr abstimmen, liebe Leute, ja. Und der Name, der die meisten Votes kriegt, ja, so wird unser Königreich heißen, derjenige wird der Namensgeber des Königreiches sein und er wird den Preis gewinnen, liebe Leute. Und dann haben wir eine BanaTV Army, ja, dann haben wir einen Namen für unser Königreich. Dann, ja, werde ich die Regeln veröffentlichen, die Benehmregeln, ja, wie wir uns hier zu verhalten haben, unseren Ehrenkodex, die werden rauskommen, ja. Und dann, wenn wir das alles haben, liebe Leute, dann sind wir bereit, ja, dann sind wir bereit, in die Schlacht zu ziehen und andere Königreiche zu vernichten, ja, und das wird passieren, ja, wir werden andere Königreiche vernichten, ob die wollen oder nicht, ja, es muss einfach sein, ja, weil die haben da nichts zu suchen, ja, es gibt nur einen rechtmäßigen König von YouTube und mit euch zusammen werden wir die zerstören, ja. Aber kommen wir mal zu den Namen, ja. Ihr wollt ja wissen, hier was abgeht, so. Ey, bevor ich das schon wieder vergesse, nennen wir jetzt mal kurz die Namen für die BanaTV Kommentarmeisterschaft, ja. Also wir machen Zwiebel, ja, Biber, ja, Fußpilz, ja, Tyrannosaurus Rex und Luftballon. Das sind die 5 Namen, ja, jetzt wisst ihr Bescheid, so. Aber kommen wir mal zu einem bisherigen Namen der BanaTV Kommentarmeisterschaft, liebe Leute, ja. Und zwar, der gute alte O. Simpson hat einige gepostet, ja, unter anderem. Das dunkle Imperium, die königliche Residenz, das Regiment des Königs, Kingdom of... da muss noch ein Name rein. Schattenwelt von YouTube, Illuminaten, also die Illuminaten, das nehmen wir mal raus, die gibt's schon, ja, wir machen hier nichts, was schon gibt. Dunkle Invasion, Dark Force of YouTube, Savage Army, warum Savage Army, aber okay, Nekromanten der Dunkelheit, Wahnsinn, ich feiere das extrem, ja, aber mein Favorit bis jetzt ist noch nicht dabei, ja, der kommt noch, ja, dann der gute Herr Skyscrite hat gepostet, BA Land, also Burnout Land und Rom, ja. Rom ist sehr, sehr, sehr lustig, aber das gab's auch schon, ja, wir wollen hier nichts machen, was es schon gab, ja, dann der gute alte God of Pain hat folgende Vorschläge gebracht, die Festung der Träume, sehr romantisch, finde ich sehr gut. Und die Wiedergeburt des neuen Königs. Ja, bei dem Namen geht noch mehr. Dann die königliche Ära, Destroyer of Destruction. Wahnsinn. Also sehr, sehr, sehr interessanter Name, gefällt mir sehr gut. Aber jetzt, der gute alte Endless Pain, ja, der hat meinen Favoriten gebracht. Er hat zwar gesagt, unter anderem, The Darkness of Burnout, auch interessant. Die SGE der Zerstörung, das neue Raum und Zeit, Wahnsinn, aber jetzt kommt's. Jetzt kommt mein ultimativer Favorite bis jetzt. The Fireblader of Casablanca. Es ist der Wahnsinn, der Name, ja. Es ist so gut einfach nur. Ich feiere das extrem, ja.
Das ist bis jetzt mein Favorit, ja. Macht absolut keinen Sinn, aber scheiß mal drauf. Ich feiere das. The Fireblade auf Casablanca, Endless Pain, krass gemacht, ja. Aber jetzt seid ihr dran, ja. Schickt weitere Namen, ja. Wir brauchen ganz viele Namen. Daraus werde ich die allerbesten zusammenfassen und dann werden wir nochmal eine Sendung machen und den besten Namen aussuchen, wie unser Königreich zu heißen hat, ja. Und dann, wenn wir das haben, liebe Leute, dann geht's rund, das verspreche ich euch. Also, seid kreativ, überlegt euch krasse Namen, ja. Postet sie. Unter das Video oder unter das alte Video ist egal, ich werde alle zusammentragen am Ende und dann suchen wir uns einen Namen gemeinsam aus. Ja, wir sind hier beim König, ja, der legt Wert auf eure Meinung. Deswegen lasst euch mitentscheiden, wie unser Königreich zu heißen hat. Ja, in diesem Sinne, ja, am 14.11.2016 ist es 14:20 Uhr und mein YouTube-Kanal BanaTV hat 256 Abonnenten und 35.400 noch was Klicks, liebe Leute, macht überall mehr und postet eure geilsten Namensideen. Ja, macht es gut, liebe Leute, und da kommt einiges, da kommt einiges.